Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Wir haben heute den ersten Advent, wie man sieht. Meine Frau hat sich richtig toll ins Zeug gelegt. Ich finde das hier mega hübsch, richtig gemütlich hier zu grillen oder was zu kochen. Wir werden uns heute Hähnchen in einer fruchtigen Weißweinsoße machen. Alles, was ich dazu brauche und wie wir es machen, alles nach dem Intro. Zu den Zutaten. Da habe ich einmal ein Hähnchen-Endfilet, dann habe ich einmal rote Zwiebeln, einen Granatapfel, Beeren, Äpfel, Cherrytomaten, eine italienische Gewürzmischung, dann habe ich einmal Mais, nochmal ein paar Kräuter, bestehend aus Minze, Petersilie und Kresse. Ja, dann habe ich da einen guten Weißwein, da könnt ihr nehmen, der euch am liebsten ist. Also wir haben jetzt einen süßen genommen. Dann habe ich einmal eine Gemüsebrühe, Sahne, ein gutes Olivenöl, Salz, Pfeffer. Dazu, wenn es dann fertig ist, gibt es einen Basmati-Reis und einen Ciabatta. Und natürlich das ausführliche Rezept zu diesem Gericht bei mir unten in der Videobeschreibung. Und dann habe ich natürlich das Setup vergessen. Da nehme ich heute mal den FT6 von Petromax, den Dutch Ofen und natürlich mein Bräuching. Da werde ich das Hähnchen gleich scharf angrillen, aber das zeige ich euch dann gleich. Zu dem Obst, das werde ich nachher gleich in Würfel schneiden, die Zwiebel werde ich in Ringe schneiden, Tomaten werde ich im Ganzen lassen und den Granatapfel, den gebe ich da nachher drauf als Crunch, nachher zu Dekozwecken. Ja, dann wollen wir mal loslegen. Das Obst und die Zwiebeln sind jetzt geschnitten. Ich fange jetzt an, einfach das zu schichten. Da nehme ich jetzt einfach den Mais, gebe den hier rein, werde den gleichmäßig verteilen im Dutch-Ofen. Da habe ich ja den FT6. So, alles rein. Dann nehme ich mir die Beeren und die Äpfel auch damit rein, gleichmäßig verteilen. So, gleichmäßig. Dann nehme ich mir die Sahne, gieße das schon mal so ein bisschen an. Mal sehen, ob ich da so ein... Ja. So sollte das... Na, ich gieße alles rein. Das haben wir auch schon mal. Dann kommt schon der Weißwein. Der riecht gut. Mal sehen, da gebe ich so 150 Milliliter. So, das sollte wohl erstmal reichen. Stelle ich mir den erstmal wieder zur Seite. So, den Grill, den habe ich mir schon richtig hochgeheizt. Also der hat jetzt voll Anschlag. Ich brauche auch die Hitze. Da werde ich jetzt das Hähnchen drauf scharf angrillen. Aber ich werde mir das erstmal ein bisschen mit Olivenöl beträufeln. Gleichmäßig so ein bisschen verteilen. So ein bisschen. So, ich habe das Hähnchen jetzt schön mit Olivenöl schön verstrichen. Jetzt werde ich das schön scharf angrillen. Dazu nehme ich mir einfach. Jetzt muss ich ein bisschen zügig arbeiten. Hier ist eine unglaubliche Hitze. Also der Bräuching, der hat eine unheimliche Temperatur und das ist gerade das Geile daran. So, ich kann das auch schon mal wenden, das sieht schon fast gut aus. Wie gesagt, die sollen nicht durch sein, ich will die nur scharf angrillen. Ihr seht, was da für Temperaturen sind. So, die sind jetzt soweit angegrillt, jetzt muss ich sie zügig wieder runternehmen, weil ich möchte ja nicht, dass sie durchgebraten werden. Ich möchte ja nur die Röstaromen haben. Boah, mega Hitze hier. So, ich werde mir jetzt den Grill erstmal wieder auf indirekte Hitze einstellen, weil ich möchte nachher den Dutch-Ofen da reinstellen.
Das bedeutet, in der Mitte mache ich den Brenner aus. Oh. So, und jetzt werde ich diese Geschichte würzen mit dieser italienischen Gewürzmischung. So ein bisschen rüber. So. So sollte das vorübergehend erstmal reichen. Dann werde ich das Hähnchen salzen. Und dann lege ich sie gleichmäßig oder verteilt in den Dutch Ofen. Aber das wird, glaube ich, eine richtig leckere Geschichte hier. Wie immer. So, jetzt habe ich das richtig gut verteilt. Jetzt gieße ich da die Brühe drauf. Die Gemüsebrühe. So. Dann die Zwiebeln. Gleichmäßig verteilen. Die Zwiebelringe. Ich bin wirklich mal gespannt, ehrlich. So. So. Da sind noch ein paar drinne. So. Dann die Tomaten. Die werde ich ganz locker so da reintun. Natürlich ohne Grünzeug. So, dann packe ich mir die Plancha in den Grill. Weil dieser FT6, der hat Füße und in dem Grill ist es natürlich, ja, da geht das nicht. Stelle ich hier rein. Schön, damit das passt. Dann kommt der Deckel drauf. Dann der Deckel runter vom Grill. So. Und dann lasse ich das jetzt ungefähr eine halbe Stunde praktisch köcheln und dann sehen wir uns dann wieder gleich. So, ca. 30 Minuten sind jetzt vergangen. Ich mache jetzt mal den Deckel auf. Guck schon mal rein. So, das sieht schon richtig gut aus. Und das riecht hier so mega. Ey, das ist der Hammer. Den Deckel habe ich jetzt praktisch weggestellt. Den brauche ich jetzt nicht mehr. Ich möchte das jetzt praktisch verkochen lassen. Oder so ein bisschen, dass das besser einkocht. Dass das ein bisschen reduziert praktisch und der Alkohol verpflegt. Ja, das lasse ich jetzt ungefähr, ich denke mal, nochmal eine halbe Stunde oder einkochen. Und dann sehen wir uns dann wieder. Und dann wird die Soße dann automatisch auch dicker. So, in der Zeit, wo das jetzt einkocht, werde ich mich um den Granatapfel kümmern. Da brauche ich ja die Kerne, die da drin sind. Die werde ich erstmal halbieren. Ich weiß gar nicht, wie man sowas anschneidet. So, glaube ich. Ist das so richtig? Ja. Den werde ich einmal halbieren jetzt. Und dann soll man die eigentlich nur rauskloppen können. Also indem man den einfach umdreht und dann oben mit der Kante oder mit der flachen Seite, mal gucken, ob das klappt. Der wird nix. Und mit den Granatapfelpulen oder kloppen bin ich jetzt soweit fertig. So sieht das aus. Jetzt schneide ich mir so ein bisschen von den Kräutern ab. Da habe ich hier ein bisschen Kresse. Einfach so ein bisschen für den Teller. Das reicht mir schon. Dann ein bisschen Minze. Da habe ich mir auch so 2-3 Blätter. Das sollte mir schon fast reichen. Das riecht richtig Hammer. Und ganz bisschen Petersilie, auch so 2-3. Ja, wie das so ist, habe ich mich gerade erstmal richtig schön geschnitten. Nichtsdestotrotz, Leben geht weiter. Ja, ich schneide mir jetzt einfach wieder oder noch ein bisschen Petersilie ab, auf der Hoffnung, dass ich mich nicht nochmal schneide. Ich brauche auch nicht mehr so viel.
So, das sollte mir schon reichen eigentlich. Ah, nochmal eine Minze noch mehr. Nochmal ein bisschen Petersilie. So, das sollte mir schon reichen, dieser Haufen. Und das werde ich jetzt ein bisschen klein machen. Dient nachher zu Deko-Zwecken, ne? So, ich gucke erstmal nach, wie das hier im Dutch-Ofen aussieht. Ah, das sieht schon richtig gut aus. Ich lasse das aber trotzdem noch mal ein bisschen weiter verkochen, weil ich möchte schon, dass die Soße nachher ein bisschen dicker wird. Aber riechen tut das hier schon echt mega. Ich habe sowas auch noch nie im Dutch-Ofen gekocht. Ich bin echt mal gespannt. Ja, dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich gucke nochmal wieder rein. Es sollte eigentlich soweit fertig sein. Ich werde jetzt mal die Soße probieren. Könnte mal. Richtig lecker. Ja. Ich werde das jetzt auf dem Teller soweit fertig machen. Und nachher zum Probieren sehen wir uns dann wieder. So, wir haben jetzt den Teller soweit angerichtet. Da könnt ihr ja mal hingucken. So sieht das aus. Hähnchen in einer fruchtigen Weißweinsoße mit Basmati-Reis und noch ein bisschen Ciabatta-Brot. Ja, das werde ich erstmal probieren. Ich bin wirklich mal gespannt. Wenn wir mal ein Stück Hähnchen nehmen. Ein bisschen Soße. Hammerlecker. Ich weiß im Moment gar nicht, was ich sagen soll. Das ist so lecker. Ich habe es eigentlich gar nicht so geglaubt. Mit ein bisschen Reis und den Granatapfel. Eine absolut geile Kombi. Aber sehen die Soße. Mit der Tomate. Also richtig lecker. Also das ist wirklich mal was ganz anderes im Dutch Oven. Das muss ich mal wirklich da einfach mal zu sagen. Ja. Also durch diese Frucht, durch die Birne, den Apfel, eben auch den Granatapfel, die Tomaten. Eine Hammer-Kombi, will man eigentlich gar nicht glauben. Dann der Weißwein, der so leicht durchkommt. Also richtig lecker. Ja, wir sind jetzt fertig mit dem Essen und es ist auch wirklich fast nichts übergeblieben. Und wollte jetzt einfach mal ein Fazit geben zu diesem Gericht. Ja, ein recht ungewöhnliches Dutch-Ofen-Gericht, muss ich sagen. Habe ich so noch nicht gesehen. Oder vielleicht habe ich auch das übersehen. Weiß ich nicht. Jedenfalls diese Kombi mit dem Obst, die Tomaten, der Weißwein, die Sahne, die Gemüsebrühe und wie gesagt der Granatapfel. Eine tolle Kombi. Ist wirklich empfehlenswert, das einfach mal so nachzukochen, wie ich das gemacht habe. Ja. Zudem habe ich mir auch noch in die Finger geschnitten. Obendrauf noch. Naja, wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen wohlwollenden Kommentar. Ganz besonders würde ich mich freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert. Dann vergesst aber auch nicht, die Glocke oben zu aktivieren. Dann verpasst ihr kein Video von mir. Ich wünsche euch eine ganz tolle Adventszeit. Bleibt alle gesund. Bis das nächste Mal. Marco von Barbecue Dithmarschen. Alles Gute und Tschüssi.